Ja, hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte mir, wir machen heute ein Haartutorial über diese Haarfrisur. Die zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar ist das so ein französischer geflochtener Zopf, der dann einmal hier hinten so rumgeht mit einem Dutt dran. Und ja, die Frisur finde ich super lässig, die ist total niedlich so für den Alltag und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Die geht eigentlich auch ganz einfach, es ist einfach nur ein Gretchenzopf, der rüber geflochten wurde und ja, würde mich freuen, wenn wir die zusammen machen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Gut, also für die Frisur müsst ihr erstmal eure ganzen Haare nach drüben machen. Da ich jetzt meinen Seitenscheitel von mir aus gesehen auf der rechten Seite habe, mache ich natürlich die Haare dann einmal rüber. So, ich kämme den dann nochmal schön durch. Und hier auch alle so, dass wirklich alles schön drüben ist. So, hinten lasse ich so einen kleinen Teil. Also ich drehe mir das so ein bisschen ab wo ich flechte und das Hinterstück kommt dann zurück. So in etwa. Das hier vorne lasse ich alles zum Flechten. Und auch hier an der Seite. So das Stück. Also ich trenne mir das so grob ab. Und der Rest kommt auch wieder nach hinten. So, dann geht es ans Eingemachte. Und zwar nehmt ihr euch jetzt hier ein Stück, ein dünnes. Und fangt an, ich hoffe, ihr könnt das sehen, einen französischen Zopf zu flechten. Hier mache ich das jetzt so ein bisschen strenger, weil ich habe hier jetzt diese kleinen Härchen, wo ich nicht möchte, dass da was rausgeht. Und dann nehme ich mir wieder ein ganz dünnes Stück von hier vorne und flechte das wieder mit zu. Nimm mir dann eine Haarpartie von hinten. Und flechte das auch wieder mit in die goldene Mitte. Und so geht das dann, bis wir drüben. Also es müssen echt so kleine Stücke sein. Es darf nicht zu dick sein, weil wenn ihr das dann gleich alles auflockert, sieht das sonst irgendwie nicht schön aus. Kommen wir zur Seite. Da flechte ich auch noch ein bisschen weiter. Also ich flechte so weit, bis alle meine Haare so vorm Ohr und hinterm Ohr weg sind. Hier nehme ich jetzt noch einmal ein Stück und dann noch eins von hinten. Und dann fange ich an, runter zu flechten. So, jetzt ist das ja alles noch sehr, sehr eng anliegend. Das lockern wir jetzt gleich. Ja, auf jeden Fall flechte ich jetzt erstmal den Zopf bis nach unten. Das dauert immer so mit dem Flechten. So, und dann fange ich erstmal an hier. Halte ich jetzt unten den Zopf fest, ganz locker allerdings, und fange an, alles hier am Zopf ein bisschen so auseinander. Oder ich zwirbel den immer erstmal so ein bisschen lockerer, damit das so ein richtig lässiger Gretchenzopf ist. Also indem ihr da einfach so ein bisschen so dran herumreißt, geht das schon so ein bisschen auseinander, wie ihr sehen könnt. Und jetzt könnt ihr einfach hier wirklich wunderschön außen an den Seiten ein bisschen ziehen. Und dann kriegt ihr auch diese wunderschöne Herzform. Das ist halt ganz wichtig, weil so soll es oben auch gleich aussehen und deswegen geben wir uns da jetzt ein bisschen mehr Mühe.
oben ist es auch ganz wichtig. So, und dann nehmt ihr euch einen Zopfgummi, wenn ihr meint, dass ihr soweit seid, und macht das hier unten fest. Die Spitze knicke ich dann einmal jetzt so um. So, und verbinde das dann nochmal daran, damit das da gleich ein bisschen schöner aussieht. Dann sieht man nämlich gleich das Ende nicht so doll. So, habe ich jetzt perfekt so einen kleinen Knoten gemacht, zum Verstecken gleich. Ja, der Rest der Haare kommt jetzt erstmal nach hinten. Jetzt kümmern wir uns um diesen oberen Bereich. Und zwar, ein bisschen runterpumpen. Seht ihr, haben wir das jetzt wunderschön geflochten. Allerdings soll es ja alles so ein bisschen locker sitzen. Deswegen zähre ich jetzt so ein bisschen da dran. Ich schiebe das einfach immer so zur Seite und hoffe dadurch, dass sich hier etwas tut. Und jetzt seht ihr, wie das aussieht, wenn ihr das hier zur Seite zieht. Und dann könnt ihr einfach als kleine Hilfe euch das letzte Stück nehmen und weiter hierhin verschieben. Und dann nehmt ihr euch einfach eine Haarklemme, so ein Barbie-Pin, und macht das hier, wo ihr das jetzt hingezogen habt, richtig gut fest. Und dann hättet ihr eure erste Frisur. Das wäre es jetzt. Jetzt gehen wir einmal hinten. Jetzt habt ihr hier noch die vielen Haare. Die könnt ihr jetzt nochmal kordeln. Also so ganz locker kordeln, dass ihr das gleich zum Dutt machen könnt. So. Dann nehmt ihr euch einfach die Haare und so macht das so ganz locker zum Dutt. Das fixiere ich dann wieder mit Haarspangen. Und dann nehmt ihr euch hier euer Zopf und legt ihn einmal so oben drüber und macht ihn dann hier unten, steckt ihr ihn dann so rein. Und das könnt ihr dann auch nochmal eben fixieren, damit das fest sitzt. So, ich mach mal eben eine. Mach das hier oben nochmal fest. So, und dann wären wir auch soweit. Jetzt könnt ihr hier, wie ich hier, so eine Strähne hängen lassen. Obwohl, das ist eigentlich doof. Die sah jetzt doof aus. Die habe ich jetzt hinten wieder reingesteckt. Ihr könnt jetzt hier so einzelne Strähnen rauszupfen. Und alles, was euch dann nicht so gefällt, ein bisschen verstecken. Aber wie gesagt, das wäre jetzt die Frisur. Ich zeige sie euch jetzt nochmal. Hier habt ihr das wirklich wunderschön geflochten, dass es so ein bisschen auseinander geht. Dann geht es hier weiter. Und hinten dann einmal über den Dutt drüber. Ja, das wäre die Frisur. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen und habt das hingekriegt. Und ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.